kommt genau auf die Markierung zu. Es müsste umdrehen hin. 3, 2, 1. Was macht das denn? Sollen wir fliehen? Warte. Warum hat es das Muster durchbrochen? Es hat die Vermessungslinie übertreten. Ich hol die Kinder. Was zum Teufel war das? Da hochgehen, entdecken Sie uns. Die haben zurzeit ganz andere Sorgen. Wollen Sie Ihr Leben drauf wetten? Was glauben Sie passiert, wenn Sie alles abriegeln und uns erwischen? Sie sind ein Proxy, der mit der meistgesuchten Widerstandsgruppe von L.A. durchgebrannt ist. Ich sag, Sie haben mich gekidnappt. Ich kann sehr überzeugend sein. Wir gehen jetzt auf diese Aussichtsplattform. Und Sie sagen mir genau, was Sie sehen. Kommen Sie! Okay. Die Drohnen das Ding an. Ist das kein Schiff der Raps? Ich weiß auch nicht mehr als Sie. Ach, wirklich? Das sieht nicht nach einem Schiff der Hosts aus. Die sind nicht so stromlinienförmig. Und was zum Teufel ist das da? Es gab da mal diese Gerüchte. Über die Fabrik. Manche glaubten, es sollten dort Waffen für den Weltraum gebaut werden. Zur Verteidigung? Die Raps haben Feinde. Wir wohnen seit 6 Monaten in derselben Hütte und Sie haben es nicht mal erwähnt? In der globalen Regierung gab es doch tausende von Gerüchten. Soll ich jedes Gerücht wiederholen, das ich höre? Ich sehe hier mehr als nur ein Gerücht. Vielleicht sind die Raps im Krieg. Und das Schiff ist gekommen, um sie anzugreifen. Oder ein paar Menschen haben ein Rap-Schiff geklaut, das ich noch nicht gesehen habe. Und es wurde abgeschossen. Wir wissen es nicht. Das ändert alles. Wieso? Selbst wenn Sie recht haben, sind wir für die nur ein Haufen Höhlenmenschen, die mit Steinen um sich werfen. Vielleicht finden wir einen Verbündeten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die gleiche Logik haben die Japaner benutzt, als sie sich auf die Seite der Nazis geschlagen haben. Und soweit ich weiß, ist das damals nicht gut für sie gelaufen. Wir müssen von hier verschwinden.